Okay. Einmal so Overwatch. Klar, und Terminator kann nichts machen. Du hast geschossen, du bist ein Overwatch. Du könntest noch was machen. Aber das ist nicht so wirklich wichtig. Das heißt, ich glaube, ich verbrauche jetzt nochmal 2 CP, weil der einzige, der CP braucht für Ladehemmung, ist eher. Also geht da lang. Geht in Overwatch. So. Die werden jetzt vielleicht da versuchen durchzugehen? Nee, ganz außen rumlaufen. Ah, sie können die Tür nicht kaputt machen, weil sie direkt davor stehen müssen. Ja, okay. Sind sie da schon gestapelt? Ich glaube, da mal gleich mal einen Sturm. Sonst könnte das viel zu viel CP kosten für Ladehemmung. Oh, und von der Flanke kommt auch was. Nicht schön. 2 CP neu würfeln. Wieder 2 CP. Also du, Sturm. Ich sehe keine Blitze auf dem Boden. Ah doch, hier. Ja, ihr vier. Bitte möglichst viel sterben. Wow. Okay. Sehr schön. Du... Nur ein vor. Also wenn wir hier hingehen würden und da ein Overwatch und von da ein Genestealer kommt, steht der Genestealer hier, kann da nicht beschossen werden, geht dann von hier schräg nach da, kann nur einmal beschossen werden und kann dann sofort angreifen. Und bei unserem Glück, ne, reicht das hier. Also bleiben wir hier stehen. Overwatch. Du hast noch keinen einzigen Punkt verbraucht, deswegen gehst du rückwärts. Und den Overwatch. So. Und du guckst mal, ob du die drei da hinten umbringen kannst. Ja. Ja, kannst du. Alle tot. Das heißt, die können sich jetzt mal ordentlich zurückziehen. Was ist das da? Pass Object. Achso, er könnte jetzt so einen Field Generator zu ihm hier bringen. Aber nö. Du geh einfach mal dahin, dreh dich um. Hast du noch Punkte? Ja, hast du. Dann musst du kurz warten. Du musst noch ein Feld vor. Du musst dahin. Und du kannst dahin. So, ihr seid Overwatch, ihr habt alle bewegt. Gegner werden von ihm erschossen und er kommt nicht nah genug ran. Die stehen alle in einer Reihe. Okay, end turn. Ich hätte mich von vornherein wesentlich schneller in die Richtung bewegen sollen. Aber ja, die Spielerei mit dem Force Generator und mit dem Brute Lord, das war zu verlockend. Multiple targets acquired. Jo, 3 Stück. My weapon has failed me. The machine spirits have answered my prayers. Der Gang ist da nicht besonders lang, gleich. Hm. 6 CP ist schon mal sehr gut. Die werden wir auch brauchen, denke ich. So, du. Stellst dich hier hin. Und... Oh, du hast noch die Dingens. Wollen wir den benutzen? Dass nur von vorne welche kommen können. Und vorne stellen wir den Sergeant hin. Ja, das mache ich, glaube ich. So, du dahin. Flupp. Stellst dich dahin, damit das später ja irgendwann ausfällt. Dann kannst du da Wache schieben. Und Leichen kaputt treten. Und du gehst dahin. Gehst dann eventuell gleich in Overwatch. Wobei, nee, du gehst immer noch ein Feld vor. Wir haben genug Punkte, wir haben 6 Stück. Das ist. Ja, die brauchen wir eventuell hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blipsprung 7. Ja, ist trotzdem okay.
Du gehst da hinten. Du gehst einfach so hinterher. So, und jetzt kommt das Wichtige. Weil hier könnten wir gleich entweder sterben oder sehr viele Psi-Punkte verbrauchen. Also du bist nicht in Gefahr. Das heißt, du kannst einfach vorwärts laufen. Das heißt, geh erstmal 2 nur vor. So. Könntest du auf den Angeschlagenen erschießen? Oder den ganzen Weg einfach blockieren. Die müssten alle da rumlaufen. Nee, komm. Du schießt jetzt einmal auf den. Chance ist ja recht groß. 5 plus killt und er hat 2 Würfel. Das ist eigentlich okay. Dann gehst du einmal zurück. Wodurch du dem Overwatch jetzt nur einmal schießen könntest. Aber wenn du im Overwatch ihn nicht triffst und er dich angreift, hast du noch Time C. Trotzdem haben wir genug CP. Also geh nochmal rückwärts, bitte. So. Weil ich glaube, die Psi-Punkte werden später wichtiger sein als alles andere. Overwatch. So. Also du bist sicher, hast alles bewegt. Du hast nicht alles bewegt. Du. Eigentlich hier hinstellen, ne? Für später. Weil das begrenzt Munition. Das ist so doof. Na gut, ich gehe da lang. So. Entern. Also 2 Stück. 2-mal schießen. Müsste hinhauen. Das Ding hält. Die kommen nicht ran. Richtig. Okay, gleich noch ein. Er wird da niemals durchkommen. Da kommt gleich der nächste Dreierblip. Oh, und wir werden Dings einsetzen müssen. Vier Psi-Punkte. Ach du gute Güte. Ja, das ist nicht schön. 2 CP, nur würfeln. 5 CP. Okay, du gehst einen Schritt rückwärts. Du brauchst nächste Runde hoffentlich keine Psi-Punkte. Gang ist lange noch. Ja, nee, ist okay. So, du drehst dich nach da. Gehst in Guard-Modus. Ich hoffe mal nicht, dass sie einfach so an ihn vorbeischlupfen können. Das wäre garstig. Kannst du übrigens da irgendwie so hinbrennen, dahinter durch? Nee. Okay, du müsstest ihn jetzt umbringen und dann Overwatch gehen. Und währenddessen bewegen die sich weiter hier in die Richtung, um da irgendwann mal einen Weg sichern zu können. So. Overwatch. Du. Eigentlich würde ich ganz gerne hier bleiben, weil wenn das Ding da sich auflöst, dann einmal hier lang brennen, wäre schon schick. Aber nee, so funktioniert das nicht. So, also du Guard, du Overwatch, du bewegst dich weiter, von da kommt gerade nichts. So, du hast 2, gehst einfach nur in Overwatch. Wir haben jetzt 5 CP, wir brauchen davon wahrscheinlich 3 oder 4. Also geh nochmal einen Schritt vor. So, Overwatch, keine Gefahr. Das könnte ein Problem werden. Wobei ich glaube, dass wenn die angreifen und das Ding kaputt gehen, dann kann er nicht mehr sich bewegen. Also wir haben auf jeden Fall eine Runde Puffer. Also wir sehen das Ding kaputt gehen, dann wissen wir nächste Runde, aha, wir müssen was machen. Wir dürften dann nicht überrascht werden. Eigentlich. Ah, da sind ganz schön viele hier. Ah, und jetzt wieder so eine lange Ladezeit, das heißt, das Ding ist eigentlich schon kaputt, wir wissen es nur noch nicht. Und währenddessen wird berechnet, wer sich danach wohin bewegt. Hm. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, das wird bald gefixt. Die Jungs sind ja recht fleißig dabei. Mit Versionen rausspucken. Mit recht vielen Änderungen. Was allerdings auch nötig ist.
Denn immer auf meinem ersten Blick ist es mir nicht ganz so aufgefallen, weil ich das Spielprinzip halt sehr interessant fand. Aber es waren schon sehr viele Bugs. Ziemlich, ziemlich viele Bugs. Also gerade grafischer, optischer Natur. Das Regelwerk soweit ist solide. So, das Ding ist weg. Es ist nicht gut. Er wird nicht gegen vier Genestealer und einen Blip bestehen können. Ich glaube, wir haben noch 2 CP. 1 CP. Okay. So, der ist schön weit weg. Damit kann ich arbeiten. Und das war's an Blips. Schön. 4 CP werde ich auch nicht neu würfeln. So, hier ist das Problem. Genau hier. Du hast keinen Generator mehr. Du hast keinen Generator mehr. Das heißt, er macht jetzt einen Schritt vor und geht in den Guard-Modus. Und dann hoffen wir mal das Beste. Das wird sowas von nichts. Das sehe ich jetzt schon. 1, 2, 3, 4, 5. Da kannst du hinlaufen. Stellt sich da an, gehst da in Overwatch. So, Overwatch. Um den Raum zu bringen. Du läufst einfach Richtung Ausgang. Kommt von da oben was? Nö. Das heißt, du gehst auch Richtung Ausgang. Warte. Wen genau brauchen wir, um das Ding einzufangen? Die drei Terminatoren, wobei er nächste oder übernächste Runde sterben wird. Ja, die müssen auf jeden Fall da rein. Dann gehst du hier unten und übernimmst die Rolle von ihm da. Jedenfalls so lange, bis der Rest auch da ist. So, Sergeant. Du musst eigentlich da stehen bleiben, sonst stirbt der da unten. Der da oben. Weil er flankiert wird. Obwohl, du schießt mal den weg. None shall survive. Brauchen wir diese Runde Overwatch? Dann geh doch mal bitte da lang. So, wir verabschieden uns geistig von ihm. Mist. Mir ist jetzt was eingefallen, wie ich ihn hätte retten können. Also ja, einmal können wir einen Psy-Sturm hier hinschmeißen. Und wir hätten einfach eine Psy-Mauer da hinstellen können. Ja, zu spät. So, irgendwann noch Punkte. Du hast noch einen. Den wirst du aber nicht benutzen. Und du hast noch 11 Psy. Wollen wir da jetzt einen Sturm hinschmeißen oder nicht? 4 plus ist jetzt nicht so. Wir kommen eh gar nicht dahin. Und das würde unseren eigenen Typen treffen. Nee, 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 nee. Also, intern. Gucken wir mal. Wir überraschen uns ja. Ich denke, er wird uns negativ überraschen. So sinnlos. Wenigstens kann der Rest jetzt nicht hinterher. Ah, doch, kann er doch. So, Flammenwerfer dreht sich gleich um. Also, nicht ein einzigen hat er umgebracht. Obwohl er Clown-Terminator ist und im Guard-Modus und überhaupt. 1 CP, nix da. So, also, wo ist der Flammenwerfer? Da vorne. Du. Nee. Nee, kein psionischer Sturm. Du drehst dich um. Schießt hoffentlich, wenn du ihn siehst. Ja. Hat aber kein Dingens bekommen. Ach, das bekommen sie nur, wenn wir aktiv drauf schießen, nicht wenn es so ein Reaktionsschuss ist. Ja, okay.